13.000, lohnt sich das? Machen wir mal den Strom aus. Moment, da machen wir der Basis mal. Achso. Bauen ist jetzt nicht mehr, ne? Wie Gebäude verloren. Ah, weil ich nicht schnell genug war. Ach komm, wir laden das nochmal, oder? Ich hoffe mal, das war von ein paar Minuten, dass ich. Dass das noch funktioniert mit dem Reparieren. So. Einmal. Dann bitte reparieren. Das hier hält mal ganz kurz an. Jetzt hält auch die Forschung an. So, Mine. Selbstverständlich. Mine. Brauchen wir noch ein Kraftwerk? Selbstverständlich. Kriegen wir das hin? Okay, wir kriegen es nicht hin. Alles klar. Nicht auf das Bau- oder Reparaturgedöns losgehen, bitte. Aber die sind jetzt. Genau, es sind auch Lenkraketen. Nur eine Frage der Zeit. Sehr gut. Wieder eins weg vom Fenster. Wieso werde ich von zwei Seiten die Zahnke genommen? Muss das sein? Mal schauen. Ja, okay, kann man komplett vergessen. Sehe ich hier gerade. Komplett vergessen kann man das. Tja, was machen wir da am dümmsten? Reißen jetzt den Hintern auf? Kann das sein? Ist das machbar? Oh. Das war's mit dem Geld. Gibt es Arbeit für mich? Produktionsgebäude errichten wir einfach mal. Das war's, das 2000. Gebäude verloren. Ja, ja. Solange noch die Raketentürme stehen, ist eigentlich alles gut. Forschung, oh, wir haben einen schweren Raketenwerfer. Ja. Ach, bitte doch jemand reparieren. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt wird's eng. Gehen wir wieder zur Basis zurück. Junge, Junge. Da ist noch einiges drin. Das bitte stehen lassen, wenn es recht ist. Genau. So. Dann bitte mal zwei Transporter kosten Tausende. Kosten Tausende. Raffinerie. So vielleicht. Genau. Okay. Heute mal ganz besonders unangenehm. Schwere Raketenwerfer. Sind die aber gelenkt? Ich glaube nicht, oder? Nein, aber wir haben auch nicht die Munition dazu. Schwierig. Schwierig. Wir könnten forschen, wäre jetzt aber eine ganz schlechte Idee. So, erstmal das Material in Sicherheit ernten. So, die Frage ist, kriegen wir das hin? Oh, wenn hier das Strom weg ist, ist Feierabend. Dann nicht zerstören, nur Strom aus, bitte. So. Nein, das ist aus dem selben Punkt. Abladen, genau. So. Und hier bitte weitermachen. Aber bitte auf der Seite. Gut. Oh Mann, da kommen sie. Da kommen sie. Nicht das Kraftwerk zerstören. Wir werden angegriffen. So, das funktioniert zumindest mal so ein bisschen. Ja, was haben wir da? Weitere Abwehrtürme. Würde ich sagen. So, der Rubel rollt wieder. So ein bisschen. Wenig Energie. Machen wir mal. Was soll man da wirklich schwere machen? Schwere Raketenwerfer. Schaden ist 40. Hier ist der Schaden 52. Ne, dann machen wir leichte. Na, leichte Raketenwerfer draus. Okay. Dann bitte auch mal wieder eine Reparatur. Mist. Ja, Mist. Angelaufen. Ah, der Korsak lebt immer noch. Darf man ins Zentrum? Ja, ja, Feind in Sicht. Immer der Feind. Warum der Feind? Wo ist er? Da ist er. Na gut, zumindest dürfen alle mal mitspielen. Lasst ihr mir mal die Gebäude heil. Selbstverständlich. So.
Nächsten Turm. Mal was Stück für Stück vor. Also funktioniert das. Lass doch den Turm stehen. Ne, die Raffinerie. Oh oh, die wird es nicht lange machen. Mein Gott, was für Schwachköpfe. Ich werde wirklich angegriffen, und zwar von zwei Seiten. Und ich habe nicht genug Kohle. So. Aber dort steht. Noch ein tausender Turm. Und hier Rakettenwerfer. Reparaturfahrzeug. Herkommen. Reparieren. So, und jetzt Wirtschaft, Raffinerie. Ja, machen wir es ein bisschen enger. Dieses Mal also ein bisschen engmaschiger hier. Aber die kommen aus dem Osten nicht mehr. Das finde ich nicht ganz nett von den Kollegen. Vielleicht noch ein Türmchen mitten rein. Das gibt nämlich dann wieder die Verbesserung. Beziehungsweise den lustigen Turm mit nicht Radar, sondern Banner obendrauf. Ah, sehr schön. Kommst du schon mit denen an? Mit dem an? So, du machst den mal wieder heile und du wirst zum Banner. Zack. Ja, man könnte auch ein paar MG-Türmchen dazwischen packen, dass die halt sofort Schaden machen. Wäre auch nicht das Allerschlechteste. Selbstverständlich. Vielleicht eine zweite Reihe, ne? Hier einen hin, da einen hin. Ja, zweite Reihe sieht anders aus, aber ist jetzt egal. Was jetzt? Du machst mal Reparatur woanders. Haben wir noch ein Transportfahrzeug? Ah, ja. Der ist ein bisschen dümmlich. Jetzt darf er da oben mal ein bisschen wüten. Obwohl, da wäre auch nicht schlecht, ne? So, da mal einfach nur in einem G-Turm. Reichweite ist da. Hey, achso, stimmt. Da gab es da mal irgendwas wie Forschung oder sowas. Wollte ich auch mal irgendwann machen. Aber wir brauchen gerade mal... Wir haben andere Sorgen. So. Ist da denn Geld drin? Ja, können wir auch anders machen. Ich kann zum Beispiel hier die 2000 hintransportieren. Dann wäre wieder aus der Forschung da. Machen wir einfach mal. Während der Rest aufgebaut wird. Und das alles nur für so hoblige 20.000. Ich weiß ja nicht. Irgendwie... Ja, da sind noch 7.000 drin. Das reicht nicht so ganz, oder? Also, wenn ich jetzt mal nachrechne, komme ich auf Werte, die weniger sind. Ja, also wenn sie stehen bleiben, kann ich ja Schwere draus machen. So ist es nicht. Aber der Schaden ist immer noch ein Witz im Grunde genommen. Ja, noch mehr aufbauen? Ich weiß ja nicht. Ist er das? Ja, wir haben ja andere Geldbeschaffungsmaßnahmen. So, jetzt haben wir 4000 für die Forschung. Reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Aber wir können ja wieder 4000 transportieren lassen. Genau, das erscheint dann gleich wieder in der Basis. Produktion abgeschlossen. Ja, machen wir. Komm, haben wir alles raus. Wir haben es doch. Oder so. Unser Gebäude steht unter Beschuss. Ach ja, welches denn? Naja, so ein ganz bisschen vielleicht. Aber ich muss Material finden. Das hat so keinen Zweck. Also zumindest Abwehr steht. Jetzt geht's mal voran. Warten wir kurz ab. Genau, dann kann ich immer schön hin und her wechseln. So, weg das Ding. Na? Wo ist das Geld? Die Credits? Ach so, Strom an. Wäre auch eine Idee. Ah. Trick 17. So, die Abwehrgebäude. Wieso musst du im Weg rumstehen? Achso, weil du... Ja, okay, das darfst du sogar tatsächlich mal machen. Wenn du fertig bist, direkt wieder reparieren können. So, auf Munitionierung läuft ebenfalls. Das ist auch nicht schlecht.
Probleme? Die Probleme. Probleme haben wir alle. Selbstverständlich. Wo aber... Okay. So, das sind wir weg. Idu. Wo aber hat's Material? Wir müssen ja mehr finden. Das reicht hier alles nicht. Mit 10.000 müssen wir nach Hause schicken. Und wenn ich Pech habe, ist alles schon abgeerntet. Okay. Bin ich auf die Idee gekommen. Deswegen... Ja, hier im Zentrum wissen wir, ist ja ist die UCS. Die macht aber nicht so wirklich viel. Auf den Weg. So, hier haben wir auch gleich alles. Jetzt haben die schon kein Geld mehr, weil ich hier all ihre Sammler alle gemacht habe. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre wirklich ein Traum. Wahrscheinlich gehen sie jetzt gleich hier auf meinen Korsack los. Irgendwo muss es doch hier was zu ernten geben. Sie kommt nur von... Ja, okay. Okay, da sind sie. War das gerade ein Elektromann oder... Nee, ach, er fährt mit uns mit. Ah, ja. Okay. Du wirst mal auch einen Raketen... Nein, du wirst ein schwerer Raketenwerfer. Kannst du mal aus der zweiten Reihe schießen. Volga, ja. Ich habe gleich nicht mal genug Kohle, um irgendwas aufzuziehen. Auch nicht so günstig, oder? Waffenproduktion. Hier hin. Ach ja, ich kann hier auch forschen, wenn ich da Bock drauf habe. Mhm. 5.000 aus. 6.000 aus. So, jetzt haben wir 6.000. Das reicht auf jeden Fall erstmal. Schweres Abwehrgebäude wäre auch nicht schlecht. Aber auch nicht schlecht wäre ein schwerer Raketenwerfer auf Stufe 2. Ja, können wir den zweimal verbessern diesmal? Ja, dann bringt er auch ein bisschen mehr. Welches Gebäude denn? Oh oh. Zerstören. So. Wurde abgearbeitet, dann können wir es eigentlich sprengen, denn das brauchen wir jetzt nicht mehr. Fertig. Okay. Fertig sind ja die Rohstoffe. Ja, und jetzt? Jetzt wird's unangenehm. Gebäude ist verloren. Ja, ich soll hier 100.000 soll ich verschicken. Ich habe zwei kleine Rohstoffvorkommen bekommen. Was ist los? Auf dem Weg. Wo sind die großen Rohstoffvorkommen? Frage ich mich da. Gibt es Arbeit für mich unterwegs? Okay. Vielleicht irgendwo im Nordosten? Hier irgendwo? Okay. Wir fliegen einfach mal ohne dich dahin, um zu gucken. Forschung abgeschlossen. Ja, sehr gut. Dann Volga... Ah, hier oben. Volga mit schwerem Raketenwerfer. Oder Volga mit Banner. Ganz besonders toll. Normale Gefechtseinheit. Ja. Kostet halt jetzt ein paar Mark, ne? Forschungsgeld haben wir. Wir können die also nochmal verbessern. Ach ja, stimmt. Hier mal wieder auf Vordermann bringen. Ich meine, die haben ja so ein Kindermaschinengewehr. Das bringt also alles überhaupt gar nichts. Was? Genau, da geben wir auch mal eine Nummer, dass du... Probleme? Das muss ich gleich wiederfinden. Aber irgendwo muss doch das Material liegen, dieses große Vorkommen. Weil da unten war ja nichts im Südosten, ne? Und die Basis? Ich glaube, die kam auch schon lange nicht mehr vorbei. Die kam auch schon lange nicht mehr vorbei. Da. Nordost? Was ist das? Da. Küste? Da. Flieg einfach mal in den Nordosten und schau da mal. Ich sollte noch... Moment. Wieso? Ach, der wurde mal repariert, deswegen macht der schon die ganze Zeit nichts mehr, der Idiot. So, Strom aus. Ja, hier wird es dann die Volga. Oh, 1400. Ja, die... Was sind das denn für tolle Einheiten? Panzerung und viele Trefferpunkte. Die haben nur... Keine Panzerung, nur weniger Trefferpunkte. Okay. Ja, das sind halt schon die schweren Amphibienfahrzeuge. Den Don braucht jetzt kein Mensch mehr. Was macht der jetzt? Da oben ist ja auch nichts. Da. Unterwegs.
Raff ich da irgendwas nicht, oder? Okay. Wo sind die großen Vorkommen, die wir abbauen sollen? Weil so... Was ist jetzt los? Spielt die Musik nur ein bisschen rum, oder? Ah, die werden tatsächlich so ein bisschen angegriffen. Das war wieder ein Großangriff, deswegen gibt es hier viel zu reparieren. Dürfen es aber ganz gut sehen. Oh Mann, ach, die haben auch schon die dicken. Die haben schon die schweren Raketenwerfer jetzt. Oh, und Elektrokanonen, richtig spaßig. Das sind quasi dicke Panzer jetzt. Oh Mann, macht ihn alle, bevor er uns alle macht. Ja, zu spät. Ein einziges Raketchen zu spät, oder wie? Offensichtlich. Wir sind noch drin. 15.000. Ja. Ja, okay. Dann brauche ich aber auch die dickeren... Dann brauche ich jetzt auch die schweren Abwehrgebäude. Ich habe das Geld nicht dazu. Was ist das denn für ein Quatsch? So, 56. Gehen wir mit dem Kosak mal auf Erkundungstour. Ich verstehe es nicht ganz. Wo sind denn die großen aberntbaren Dings? Ich habe 0 geschickt und ich brauche momentan alles, was ich habe. Oder hätte man ganz schnell sich nach Norden ausbreiten sollen, das hier unten komplett ignorieren? So, da ist er. Bericht. Ja, das sind so die Dicken. Ich glaube, ein schwerer Raketenwerfer, der bringt nicht so viel. Ist er jetzt gerade auf den Boyard losgegangen oder warum hat es da keinen Schaden? Egal. Jetzt muss ich mit den Fliegenden. Ja, die sind echt ein bisschen nervig, die Kollegen. So, hier muss ich aufpassen. Hier sind die Luftabwehrtürmchen. Ja, oder da. Ich muss schauen, ob die hier vielleicht irgendwas haben. Vielleicht ist das wirklich falsch und man soll sich wirklich durch die UCS durchboxen. Oder ich verstehe es nicht ganz. Was genau ist da Phase? Oh, dicke Festung, alles an Abwehrgebäuden. Die haben wirklich alles zugekleistert. Ist das aber der Plan, dass man sich irgendwie einen Weg hier durchsuchen muss? Oder so? Ja, aber nee, kann nicht sein, weil da im Westen ist ja die einzige wirkliche Quelle an Material. Quadire-Signal. Ja. Dass man sich da durch die Festung erstmal durchkämpfen muss und dann gibt's das riesige Vorkommen. Wenn ich das hier noch finden würde, wäre es ja ganz nett. Ja, ich weiß. Dann kann man das da vorne nicht einfach als Bollwerk oder als, ja, so als die Angriffsbasis verstehen. Ja, wenn der direkt dahinter steht, wenn es ein Abwehrgebäude ist und wird sofort repariert, da kommen wir ganz gut mit klar. Kostet ja auch nichts. Kostet nichts. Ja, dann fliegt mal weiter. Wir schauen einfach mal zu. Wir bekommen eh die Meldung, falls wir irgendwas finden. Ich bin ein bisschen überfragt. Das Ding hat zumindest die Reichweite, oder? So ein dicker Raketen. Ja, Forschung. Reichweite 10. Hier ist Reichweite 9. Okay. Der hat schon Reichweite wie viel? Reichweite 11. Und die haben Reichweite 10er wahrscheinlich. Genau, aus der zweiten Reihe. Ja, aber das interessiert mich jetzt nicht. Moment, Reichweite. Wenn die Reichweite so gut ist, dann kann man dann. Könnte man einen Don dahinter stellen? Also Wolga haben dann Reichweite 10. Dann stellt man was dazu, dann haben sie Reichweite 11. Dann knacken die, dann ist das quasi Artillerie. Erstmal schauen. Wir haben immer noch die Kinderraketenwerfer. Wir haben eine Idee, oder? Ich habe kaum noch Material. Und die haben so viel...
Also, ich schätze mal, bei denen ist die Kohle, oder? Weil die schicken die ganze Zeit Einheiten. Ja. Aber Reparatur ist halt nicht mit... Ich könnte mal 10 von denen machen. 10 Volga. Mit schweren Raketenwerfern, die machen dann ordentlich Schaden, haben die Reichweite, darum geht es ja hauptsächlich. So, machen wir einen 6er Block von denen. Viel Kohle ist dann halt nicht mehr übrig, aber... Genau, dann machen wir es mal so. Wir gucken mal den Nordosten. Aber nirgends gibt's was. Ich schätze mal, die sitzen auf den Rohstoffen. Wieso produziere ich die genau nochmal hier? 1, 2, 3, 4, 5. Achso, deswegen. Stimmt, ja, da war ja was. Ich erinnere mich plötzlich wieder. 1001 und zur Basis. Ja, dann machen wir mal 2. Ah, okay, nicht so gut. Denn die haben alles schon abgeerntet. Und hier ist noch mehr. Alles klar. Ich glaube, wir haben uns hier wirklich keinen Gefallen damit getan. Jetzt aber einen kompletten Sack voll Zeug. Okay, dann machen wir erstmal da oben alles weg. Unser Gebäude steht unter Beschuss. Mhm. Jawohl, wir fahren. So, die stellen wir dazu. Dürfen sie mal ein bisschen wüten. Hätte man viel früher machen müssen, verdammt nochmal. Wahrscheinlich gab es auch mehr, aber die haben alles schon abgeerntet, die Drecksäcke von Luna, weil die, wie gesagt, sie setzen einfach nur irgendwas drauf und dann ist das gut. Finde ich ein bisschen frech. Aber gut. So. 1, 2. 5000 aus. Produziere. Ich forsche nicht, ne? Und doch, ich forsche. 1000 heißt 3, 5, 2. Reicht nicht ganz. Och, das gibt's auch nicht. Dann Strom an. Und nochmal 2000 wegschicken. Das hier muss ich auf jeden Fall sichern. Jetzt macht er mal das gutes Baufahrzeug. Und zwar von hier nach da, richtig? Eigentlich schon. Ja, kommen wir da hin? Oder wie? So vielleicht? Wird halt ein bisschen teuer. Wer ist getroffen? Ich sag schon wieder. Aber wieso kommen sie jetzt in so großer Zahl? Das verstehe ich auch nicht. Großer Zahl? Eigentlich nicht. Was ist los? Genau. Haben die es nicht geschafft oder wie? Wurden die abgeholt? Und wieso fährt er nach Osten? Wenn er nach Nordosten soll? Sehr merkwürdig alles hier. So, das wurde überliefert. Da ist es. Sehr schön. Sie Idiot, Sie haben alle Bodenschätze verbraucht, anstatt sie uns zu schicken. Kehren Sie sofort zur Basis zurück. Das Gebiet ist für uns ohne Wert. Okay. Ja, aber ich kann es dann noch schaffen. Oder darf ich jetzt nicht mehr? Oder geht es darum, weil hier jetzt nichts mehr ist? Wir haben doch noch genug. Oder wissen die, dass nicht mehr genug hier auf dem Ort, an dem Ort zu finden ist? Das kann natürlich auch sein. Ja, wieso denn? Wieso werden? Nee. Ich mach das jetzt. Jetzt ist mir gerade egal. Wo kommen sie? Ach so. Ah, ja, tatsächlich. Deswegen. Ja. Brauche ich denn gerade die Brücke? Ja, tue ich. Okay. Das Zeug hole ich mir. So, sind die fertig? Ja, sind sie. Wie?
Schön gehorchen. Welches? Unwichtig. Ich Idiot, hat er gesagt. Kein Idiot, oder? Was ist los? Hm, vielleicht doch. Vielleicht bin ich ein Idiot und weiß es gar nicht. Kann auch sein. So, das heißt, dann bauen wir hier den Weg rüber zu uns. Dann wird hier abgeerntet. Wir brauchen 2.500, ne? Ne, 3.000. Oder so. Vielleicht kriegen wir es doch hin, aber vielleicht weiß das Spiel auch mehr als wir. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja gut, ich habe vielleicht ein bisschen viel investiert. Egal. Also hätte man direkt vom Start aus nach Norden müssen. Ja, das ist eine Idee. Das heißt, wenn man das dann nochmal machen sollte, weiß man gleich, aha, man muss nach Norden sich ausbreiten, um dahin zu kommen. Da kann man sich zwei Rohstoffquellen besorgen und kann die gut verteidigen. Und nach rechts unten kann man die Brücke zerstören, dass die UCS einen komplett in Ruhe lässt. Das ist echt eine Idee. Aber jetzt erstmal schauen, ob es nicht doch noch so funktioniert. Welches denn? Ach, dieses. Ja, ja. So, das ist ein Reparaturäffchen. Kommt noch dazu. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja, ja. Aber was machen wir zuerst? Sagen wir fahren, oder? Genau, wir fahren mal hoch zu den Rohstoffen. So, ich stelle euch mal auf die Rohstoffe drauf. Ich sage mal, was ist mit dem Hals? Ich hab so einen Hals. Nimmt der mich da einfach Idiot? Ich glaube, ich spinne. Und wir sind die Brücken schon angeschlagen. Ah, Assis sind jetzt auf einmal hier, jetzt wo ich es entdeckt habe. Das ist natürlich auch frech, oder? Ja, ich finde auch. Ja, die haben es aber gerade erst gebaut dann. So, mal alles vernichten. Das war so klar, dass sie keine scheiß Munition mehr haben gleich. Bitte mal auf eins konzentrieren. Ach komm. Das kann doch jetzt nicht sein, dass es daran scheitern sollte, weil die Schwachköpfe dann anfangen abzuernten, wenn ich hier was aufbaue. Das ist natürlich auch wieder frech. Was jetzt? Auf den Weg. Sind sie. Wo sind sie? Nervt mich nicht. Ach ja, die bauen das nächste Teil auf. Okay, okay. Machen wir einen Turm, dann haben wir Ruhe. Selbstverständlich. So. Gibt es Arbeit für mich? Dann eine Raffinerie. Selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. So. Transporter. Was ist los? Hierher. Das Ding ist eh leer, ne? Jetzt. Jawohl. Hoffentlich langt das noch. Okay. Super. Wir kriegen Munition. Ja. Oh Mann. Wettlauf gegen die Zeit. Ich weiß nicht, wie viel noch drauf ist auf den. Oder wie hier unten sozusagen. Sehr gut. Du machst sie mal schön mit. Halt erst auf das da hinten. So. Aber ich glaube, das reicht nicht mehr. 100.000 werden das nicht sein, oder? Aber es müssen ja auch nur 90.000 sein. Von daher, alles gut. Okay, Mine. Sieht nicht so gut aus. So, mal schön alles wegballern, was hier rumsteht und nervt. Klar. Da sind sie. Okay. Achso, die werden sowieso abgeholt. Nee, ich glaube, das hat zu lange gedauert. So, geht mal weg, ihr. Der nervt nur. Selbstverständlich. So. Wieder aufbauen, total gut sein. Total viel und so. Okay. So. Also, wir die Munition haben, werden sie nach da rüber geschickt. Nach dort drüben werden sie geschickt. Oh Mann, benötigte Credits, ja. So, wie viel ist denn drin? Wenn ich fragen darf.
Was ist los? Ja, Kommandant. Wie Sie wünschen, Kommandant. So. Nee, nee, bleib mal da. Bleib mal da. Wie Sie wünschen, Kommandant. Oh Mann, 43.000. Scheiße. Es reicht halt einfach nicht mehr. Okay. Gegner. Ja, ja. Wir kriegen jetzt mal aufs Maul. Oder ich. Das wäre allerdings schlecht. Ey, sag mal, schwere Panzer und sowas und kommen gegen diese Kinder Moon nicht an, oder wie, oder was? Ist doch Schwachsinn. Das ist doch Schwachsinn. Ja, das war nichts. Ja, ich würde sagen, das müssen wir nochmal neu machen. Das war nichts. Tja, leider, leider. Pech gehabt, aber ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt, ja. Wir versuchen das Ganze nochmal, diesmal aber richtig. Schnappen wir uns oben erstmal die beiden Geschichten. Da haben wir schon mal einen guten Start. Und dann können wir uns das da im Südwesten holen. Und im Südosten wird die Brücke zerstört, dass die uns nicht nerven mit Einheiten. Und dann ist alles. Alles tutti. Ja, alles beim nächsten Mal. Man kann nicht immer gewinnen. Vielleicht haben wir auch ein bisschen viel ausgegeben, aber da war eh nicht genug drin. Es sind immer so 40.000er Blöcke oder was auch immer, oder 60. Das reicht halt nicht. Da brauchen wir zwei von diesen Feldern. Eins hat nicht gereicht. Egal, beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann.